Hallo zusammen. Ja, heute besuche ich den Windpark Arbke Oelerse. Oelerse. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Alles so komische Namen hier im Norden. Ja, ich habe den Windpark beim letzten Mal schon gesehen vom Zug aus, als ich nach Uetze gefahren bin. Zwei Stationen von Hannover aus, 9-Euro-Ticket, perfekt. Ja, damals hatte ich nicht so viel Zeit, da konnte ich ihn leider nicht besuchen. Aber ja, ich dachte, heute fahre ich mal hin. Auch wieder spannend, weil hier ganz viele unterschiedliche Anlagen stehen, Anlagengenerationen und auch ein paar Anlagen, die es in Süddeutschland jetzt nicht so gibt. Ich glaube, insgesamt 28 Stück sind's. Ja, ich fange mal hier links an. Insgesamt stehen hier 9 A in Bonus, 1362. Die sieht man halt in Süddeutschland gar nicht, A in Bonus. Dann haben wir dreimal Vestas V112. Ja, hier im Hintergrund sehen wir jetzt auch den schönen Windpark Uetze mit den N117 und den Enercon E115. Da sind sie. Ja, dann gibt es hier noch eine V126. Das müsste die hier sein. Ja, und hinten dran brandneu. Gerade erst errichtet. Zweimal Vestas V136 4,2. Auch richtig cool. Ja, hier drüben dann nochmal kleine Bonusanlagen. Dann haben wir viermal Enercon E82. Und die Bonusanlagen hier mit dem roten Ring am Turm. Das sind A in Bonus 2382. Auch noch nicht gesehen. Stehen hier insgesamt fünfmal. Da auch nochmal Vestas V112. Ja, dann die großen Enercon hier, das sind E92. Im Hintergrund auch nochmal E82 auf kleinem Turm. Und eine E70. Ja, leider gar kein Wind heute im Vergleich zu gestern. Gestern war es echt noch sehr stürmisch oder sehr windig trotz der Hitze. Aber heute laufen echt nicht viele Anlagen. Bisschen schade. Aber ja, immerhin regnet es nicht, aber es ist relativ schwül, also könnte gut sein, dass es noch gewittert heute Abend. Naja, ich werde jetzt mal in den Park reinfahren. Ja, steht jetzt hier in der Nähe von einer kleinen A1-Bonus. Das ist somit eine der einzigen, die hier noch so langsam vor sich hintrudelt. Die anderen Anlagen stehen alle. Ja, und von hier aus sieht man die beiden neuen Anlagen nochmal schön, die V136. Ja, bei der rechten Anlage liegen sogar noch Kranteile. Also die ist relativ neu. Die standen vor Ostern noch nicht, als ich hier war. Haben sie relativ schnell aufgebaut. Ist auch ein geiler Vergleich. Die A1-Bonus und die V136. Schon fett. Ja, das sind jetzt die größten hier im Park und auch die leistungsstärksten. 149 Meter Nabenhöhe, so wie es aussieht, und 4,2 Megawatt. Ja, und die haben jetzt auch mal diesen anderen Kühler, den die V150 hat. Als die V136 auf der Falkenhöhe gebaut wurden, die haben nämlich noch diesen dreieckigen Kühler. Im Prinzip ist es wahrscheinlich einfach nur eine Kostensparmaßnahme, schätze ich jetzt mal. Aber ja, so erkennt man es. Auch besser, dass es eine 4,2 Megawatt Anlage ist und keine 3,45 oder 3,6. Die haben nämlich alle diesen anderen Kühler, nur die Anlagen der 4 Megawatt Plattform haben eigentlich diesen
aufrechten Kühler. Ja, wird nicht lang dauern, bis sie am Netz sind. Das geht ja immer ruckzuck bei Vestas. Sind doch jetzt die einzigen, die verkehrsrote Markierung haben. Die anderen haben alle Blankogondel und auch nur Minimum eine rote Rotorspitze. Die hier sind jetzt komplett rot. Ja, es geht echt überhaupt kein Wind. Hier die 426 trudelt so ein bisschen. Aber die anderen Anlagen stehen echt alle. Hier die 82, die liefen noch, als ich ankam, aber die stehen jetzt mittlerweile auch. Auch wieder interessant, dass hier so viele verschiedene Nabenhöhen gibt. Hier die 92, 138 Meter. Habe ich auch noch nicht gesehen, mit komplett weißen Rotorblättern. Sieht die Tagesbefeuerung jetzt allerdings gar nicht so gut. Sieht man besser, wenn es ein bisschen dunkler ist. Ja, da sieht man es ein bisschen. Okay, die hat sogar so ein schnelles Blitzen, gar kein Leuchten. Ja, und die anderen Anlagen hier, die stehen auch alle. Da habe ich mir echt, blöden Tag ausgesucht, aber ja, es geht halt nicht immer gerade Wind, wenn man Zeit hat, ne? So, ich stehe jetzt hier nochmal in der Nähe von einer der Vestas 436. Windnachführung scheint schon zu funktionieren. Die Anlage hat sich gerade in den Wind gedreht. Der Rotor trudelt auch schon ein bisschen. Also steht sie wohl schon ein paar Tage oder Wochen. Sieht man jetzt auch schön, wie sie sich dreht. Ja, ich habe erst schon echt viele Baustellen mit 436 gesehen. Finde ich jetzt gar nicht mehr so spektakulär. Ist jetzt schon wieder alt. Würde mich jetzt mal mehr über 450, 462 freuen. Aber so ist das halt. Wenn man die Anlagen plant und sie dann errichtet werden, ist der Typ schon wieder veraltet. Sollte alles viel, viel schneller gehen. Aber trotzdem eine coole Anlage. Ja, da hinten sieht man nochmal die Anlagen im Windpark Uetze Süd. Stehen auch alle. Ja, was mich mal interessieren würde, ist, ob die Anlagen im Windpark Uetze Nord schon laufen, die N149. Ich glaube nämlich nicht, also weil gestern bin ich nach Natteln gefahren im Zug. Da war es relativ windig und da liefen die Anlagen nicht. Und hier ist eine Vestas. Da sieht man eine Nordex. Die steht jetzt. Also, ich meine, es geht jetzt zwar auch kein Wind, aber ich meine, sie standen gestern auch. Sind demnach also noch nicht in Betrieb. Es dauert immer ganz schön lange bei Nordex, habe ich das irgendwie das Gefühl. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie jetzt keine Chips haben, die aus China angeliefert werden müssen, oder warum das so lange dauert. Ja, Wind hat jetzt noch ein bisschen aufgefrischt. Das ist auch immer witzig bei Vestas, das habe ich schon mal gehört, wenn die Rotorblätter, wenn der Rotor sich dreht und das Rotorblatt nach unten zeigt, dass es so knistert. Wie wenn da irgendwie so Kugeln das Rotorblatt runterrollen. Ja, die Bonus läuft jetzt auch nochmal ganz schön zackig.
Und ja, jetzt laufen eigentlich alle Enercon-Anlagen. Die haben auch echt ein schönes helles Blitzen, die Bonusanlagen. Finde ich richtig cool. Obwohl ich sagen muss, dass mir das Leuchten mittlerweile besser gefällt. Ich glaube, das sieht man auf der Kamera gar nicht so gut, wie die blitzen. Die fängt es gar nicht so gut ein. So ein bisschen sieht man es. Da hört man es jetzt nochmal schön bei der Vestas-Anlage. Hört man das? Echt, wie wenn da jedes Mal irgendwie eine Ladung Kugeln von oben bis runter in die Spitze kullert. Schon witzig. Ja, jetzt stehe ich hier nochmal in der Nähe von einer AN Bonus 82 2300. Jetzt kommt sogar noch ein bisschen die Sonne raus. Ja, die hat auch echt einen witzigen Turm. Sieht so ein bisschen aus wie der NG-Turm von Enercon, also dieser Raketenturm. Verjüngt sich auch oben. Relativ spitz. Witzig. Weiß jetzt gar nicht, wie alt die Anlagen hier sind. Muss ich mal nachschauen. Aber die sehen auch echt schon, also sehen sieht man ihr Alter echt schon an. Sie sehen echt schon fertig aus. Ja, was ich krass finde, das ist mir jetzt bei mehreren Anlagen hier in der Region schon aufgefallen. Ich frage mich, was mit dem Turmfuß los ist, warum der so schmutzig ist. Ob das Rost ist oder ob der Lack abgegangen ist von den ganzen Pestiziden, die Landwirte hier spritzen. Würde mich mal interessieren. Weil es ist nämlich nicht nur bei den Anlagen so, sondern sogar bei Enercon. Also durchweg haben die alle so einen schmutzigen Turmfuß. Ah, da ist noch eine V80, die habe ich ganz übersehen. Wind hat jetzt wieder ein bisschen aufgefrischt, jetzt laufen wieder ein paar mehr Anlagen. Hier die E82 auf 85 Meter Turm sind es, meine ich. Und echt auch wieder ein Lärchen-Zwitscher-Konzert hier. Richtig cool. Ja, die 82 laufen auch wieder. Und die E70 auch. Die Enercon-Anlagen, die schalten sich ja immer relativ schnell ein. Bei der geringsten Prise. Sehr schön. Und die 82 legen auch wieder los. Bei den Vestas-Anlagen dauert es immer ein bisschen länger, die brauchen immer ein bisschen mehr Wind, bis sie anlaufen. Ja, aber wenn ihr es wisst, warum dieser Turmfuß so dreckig ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Ja, die Anlage hier, die bewegt sich auch kein Stück. Die trudeln noch nicht mal. Naja, vielleicht fängt sie gleich noch an. Ja, jetzt stehe ich hier nochmal bei den E92. Habe ich so auch noch nicht gesehen, auf diesem hohen Turm. Mit komplett weißen Rotorblättern. Hätte ich gedacht, dass die wenigstens dann rote Blattspitzen haben, aber schon cool aus. Aber irgendwie kriegt es meine Kamera nicht hin, dass das Leuchten rüberkommt. Also es ist definitiv ein Leuchten, aber es sieht aus wie so ein schnelles Blitzen. Keine Ahnung, warum sie das nicht kann. Ich glaube, die Drohne kann das, aber die Kamera kriegt irgendwie dieses helle Leuchten nicht so gut drauf. Ein bisschen schade, dass die andere. Ja, und die meisten Anlagen laufen jetzt auch wieder. V112 trudelt auch so ein bisschen vor sich hin. Mal gucken, ob ich da das Leuchten drauf kriege.
Oder ob das auch aussieht wie so ein Blitzen. Aber da sieht man es jetzt gar nicht. Ja, aber Winter hat etwas aufgefrischt. Die meisten Anlagen laufen jetzt wieder. Enercon zumindest. Vestas trudelt so ein bisschen. Ja, und dann in hinterster Reihe die beiden neuen V136 stehen auch schon im Wind. Also ich denke mal, dass die auch bald in Betrieb gehen. Hier hinter mir jetzt nochmal die Bonusanlagen. Sind auch echt schon ganz schön ölverschmiert. Sind schon echt witzig aus mit der Pinocchio-Nase. Ja, ich muss mich leider wieder ein bisschen beeilen, dass ich meinen Zug erwische. Dann muss ich eine ganze Stunde wieder warten. Für eine Strecke von einer Viertelstunde. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Gerne Kommentare schreiben. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Halt die Ohren steif und bis bald.